Hallo, meine Freunde, damit herzlich willkommen einmal hier wieder zurück zum PC Building Simulator 2018 mit meiner Wenigkeit. Es geht wieder weiter. Ja, wir müssen unsere Aufträge hier ja, vollenden, machen, whatever. Wie es schon sagt, auf 8 GB upgraden war hier der Wunsch, das ist der sogenannte Team Group Dark Dings der Wumster, das haben wir 266er, sehe ich das richtig? Ja, 266er, sehr schön, hat sich das schon mal, weiß ich gerade gar nicht, lasst mich mal hier rein, Elon, ja, Ah ne, gut, er wollte halt nur Neuteile. Die hat er damit jetzt offiziell bekommen, würde ich sagen. Weil wir müssen ja immer ein bisschen drauf achten, dass wir die Sonderwünsche noch erfüllen. Wie zum Beispiel den hier, der einmal komplett... Ah gut, der will auch nur eine Staubreinigung, läuft. Naja, wenn es weiter nichts ist. Grüße da auch die Staubreinigung. Aber irgendwo war noch was mit schwarzen Kabeln, deswegen, da müssen wir doch noch ein bisschen drauf gucken. Dass wir das auch noch mitnehmen. Also, das sieht nur so dreckig aus, okay. So, Staubreinigung, bla 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 bla. Ach ja, der hat noch Virenproblem. Der hat noch ein Virenproblem. Kümmern wir uns natürlich auch noch drum. Weil wir so unglaublich nette Menschen sind. Gangnam Style, keine Berechtigung. Okay. Jahresabschluss, keine Berechtigung. Okay. Gangnam Style, was aus dem Gebüsch? Typ flippt aus. Puh. Alles klar. Das ist ja sehr interessant. Puh, so nenne ich meine Videos auch immer. Unsere Bewertung steigt mehr, oder was ist, steigt mehr oder weniger. Wir sind jetzt so bei 3,5 Sternen. Oder das ist vorher nur 2 Sterne, könnte auch sein. Schauen wir auf jeden Fall mal. Wir haben auf jeden Fall viele infizierte Daten gefunden. So. Geht das wieder raus. Dann kommt hier der nächste, weil irgendwo war auf jeden Fall noch was mit Kabeln. Ja, das sieht hier eigentlich soweit alles ganz schnieger aus. Team Group 8 GB. Das war der hier. So, jetzt muss ich den Lüfter wieder hier abbauen. Dann jetzt gleich wieder Wärmeleitpaste draufkleben. Da muss ich jetzt echt noch mal kurz gucken, wo zur Hölle. Ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Platz für die Grafikkarte, habe ich so auch noch nicht gesehen. Vielleicht habe ich auf jeden Fall schnell angesucht. Hä? Okay. Wir testen mal hier einen Virenscanner, weil irgendwie mit dem falschen Link verstehe ich nicht so ganz. Könnte jetzt sein, dass der genauso verseucht ist. Deswegen checken wir das einfach mal durch. Ja moin. Muss ich das echt aufladen? Richtlinien für Startup, WWF, eine Retro, vorübergehende Sammlung für künftiges... Ah ja. Sieht auf jeden Fall alles sehr komisch aus. Könnte mir fast vorstellen. Ja, entweder ist es so gewollt. Oder irgendwelches Gelumbe heruntergeladen. Aber wir werden es ja gleich sehen. Ah ja. Hier ist dann doch noch Gelumbe drauf. Gucke an, gucke an. So, dann haben wir hier
Einmal die Viren beseitigen. Da war das auch schon komplett. Und ich glaube, der wollte hier schwarze Antrieb. Achso, und er wollte, dass es sauber gemacht wird. Alles klar. Das kann er ja alles haben. Oh ja, der hat auf jeden Fall genug Viren drauf, würde ich sagen. Das steht jetzt schon mal fest. So. Und es kann wirklich sogar sein, dass der noch irgendwelche Stränge hatte, weil das sind hier zwei unterschiedliche, naja, unterschiedliche Farben. Deswegen würde mich das da jetzt auch weniger wundern. Wenn das auch noch dazu kommt. Aber da werden wir gleich mal gucken. Viren beseitigen. Ah ja. Okay, ne, dann passt das. 394 Dateien wurden versorgt. Sehr gut. GG. Gerne wieder. Dann geht das auch weg. Dann haben wir den nächsten Drecksstall hier. Na, kommst du her? So, PC-LED-Betriebsprogramm auf 16 GB aufrüsten. Ja. Das können wir gerne machen. Erstmal das Ding hier ab. Lass mal kurz gucken, was hier in der Team Group Dark Red 4 GB auf 2-4er Basis. Also auf 16 wollte der den haben. Das heißt, wir müssen hier alles komplett aufmachen. So, Wärmeleitpaste drauf. Und Prozessorkühler wieder mit draufschrauben. So, fehlende Kabel. Ja, das stimmt wohl. Kann der ja schon mal loslegen. Boah, dauert auf jeden Fall ein bisschen, bis es hier wieder rein wird. Naja, wunderbar. Jeden einzelnen Schacht hier. So, es dürfte dann der hier sein, bla bla bla. Ja, okay, ne, das war aufrüsten und sauber machen. Ja, da war auch noch ein Gelümbe drauf. Hm. Nein, wir könnten sie ja mal probieren, kostet ja in dem Fall nicht. Außer uns natürlich Zeit, das ist klar, aber. Mein Tagebuch, meine Ferien. Ich glaube nicht, dass das Viren sind. Das ist einfach nur Programme, die halt angedeutet sind, dass das ein bisschen realistischer aussieht, dass die Kunden da was drauf haben. Aber naja, gut. Man weiß ja nie. Wir machen es einfach mal. SSDs haben sie nun momentan leider noch nicht. Aber auch verseucht. Tja. Alle verseucht, Alter. So, aber auf jeden Fall genug zu tun. Ich glaube, dann muss der das jetzt hier mit den Kabeln gewesen sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Auf 16 GB aufrüsten und entstauben. Hm. Ja, und schwarze Kunststoffkabel, also im Endeffekt, nee. Im Endeffekt der ganze Spaß hier. Obwohl benutzen wir momentan schwarz. Ja, benutzen wir. Jedenfalls so weit wie möglich, wie man das so schön sagt. Ne. So, dann stoppen wir den ganzen Spaß mal. Oh. Entweder war das jetzt hier schon eine SSD oder es ging verdammt schnell. Boah, das ist definitiv hier ist eine SSD drin.
Oder? Ne, täuscht. Täuscht. Wäre auch zu schön gewesen. Das Gelümbe hier, ah ja doch. So gut. Dann einfach mal scannen lassen. Wieder drauf hier. So, passt. Und nö, keine Viren drauf. Wunderbar. Ja, wir sind so bei 2,5 Sterne insgesamt. Die Aufträge haben wir alle abgeschlossen. Es sind glaube ich schon wieder neue Aufträge dazu gekommen, oder? Ja, kann durchaus sein. So. Kassieren $233, RAM-Upgrade super gelaufen und mit den neuen Teilen haben sie gearbeitet. Das heißt, verlängerte Garantiefristen. Jo, würde ich auch sagen. So. Passt, auf 5 Sterne, mein PC wurde wirklich gründlich gereinigt, er fährt jetzt auch noch schneller hoch. Wer jetzt erwartet. RAM-Upgrade super gelaufen, ich bin absolut zufrieden. $229. $101 bekommen alle Viren auf dem PC sind beseitigt und blitzeblank haben sie ihn gereinigt. Jawollo. Auf 16 GB aufrüsten. Kundenzufriedenheit, Viren beseitigt und Staubreinigung. Neuer RAM auf dem PC hat auf die Sprünge geholfen. Jetzt macht die Arbeit wieder richtig viel Spaß. Sehr schön. Und Kundschaftsteil schwarz installiert. Neues Systemspeicher bringt es voll und jetzt macht die Arbeit auch wieder richtig viel Spaß. Wunderschön, somit sind wir von 2,5 Sternen auf 3,5 gerutscht. Was will man mehr, würde ich sagen. So, was stimmt mit meinem PC nicht, wird gefragt. Will nicht mehr hochfahren, aber ich habe nicht den leisesten Schimmer, was los ist. Können Sie vielleicht eine Diagnose stellen? Er scheint ordnungsgemäß zu starten. Lüfter dreht sich, aber dann ist beim BIOS-Bildschirm Schluss. Ja. Dann würde ich sagen, könnte das am Dings liegen. Da hätten wir einen Ryzen 1500X Core. Mal kurz gucken, was der kostet. Ein 1500X, der kostet $190. Das ist ja fast so wie angegeben. Wie im Bildschirm. Nehmen wir an. Das kann man auch schon im Vorhinein machen. So ist es ja nicht. Wir müssen hier Viren beseitigen. Aha. Also Viren und PC reinigen, kein Problem. CPU aufrüsten, auf 8 GB aufrüsten und Dings, ja, ist ja ganz klar. Ich bin ein totaler Fan von AMD, ich hatte 3D-Mark diese. Aha. Also eventuell ein Lüfter, sehe ich das richtig? Erstmal CPU aufrüsten, guten Ryzen 1300X. Ist halt, da können wir zwischen 1000, was haben wir als Budget, $240 und 1400er einbauen. Oder ist das eine X-Variante gewesen? Ah ja, ist eine X-Variante gewesen. Also würde ich da noch ein 1500er mit reinschrauben. Blub. Und auf 8 GB aufrüsten, da gehen wir aber eigentlich sogar schon fast wieder ins Minus. Obwohl dieser Money in 2033. Ja, nee, der kostet jetzt nicht so viel. Staubreinigung, vielleicht kriegt man da noch ein bisschen was Inneres. Mal schauen wir mal. Auf jeden Fall, hier will der CPU aufgerüstet werden. Okay, also CPU aufrüsten. Was brauchen wir da dafür? 1500X, wer hätte es erwartet? Der wird heute öfters bestellt, habe ich das Gefühl. So, dann haben wir neue Teile verfügbar. Sehr schön. Wiederum neue Teile verfügbar. Sehr schön. Neue Teile verfügbar. Sehr schön. Levelaufstieg. Okay, schnelles Schraubwerkzeug. Ja, bitte. Und Dings. Okay, gut. Dann würde ich sagen, das erstmal bitte am nächsten Tag.
Ja, die Kohle haben wir jetzt eh nicht mehr. Für Dings, fürs, für den Tisch drüben. Aber die Kohle haben wir noch weniger. Feels Batman. Okay, gut. Dann müssen wir den nächsten Tag rüber switchen. Und uns dann hier die Dinger erstmal holen. Weil dann würde ich Fehlerursachen ermitteln. Ich glaube, ich habe die Fehlerursache schon ermittelt. Keine CPU gefunden. Tja, wer hätte es gedacht? So ein altbekanntes Problem, das kennen wir gar nicht. So, gut, dann den 1500X da rein, ne? Habe ich gehört. Den haben wir heute öfters da. Lull. So, Kabel dran machen. Ich hau auch sogar extra noch meinen Virenscanner mit oben drauf. Bäm, wo haben wir es hier? Wenn es nicht mehr war. Budget übrig, ja. Aber das Budget vollkommen ausgenutzt. Aber so soll es ja auch sein. Ich glaube, wir kriegen jetzt für die Arbeit separat Geld. Oder ausgewiesen, eher gesagt. Gucken wir mal. Ne, keine Viren drauf, bin beeindruckt. Achso, war der das hier mit den... Ne, ist alles schwarz, ne? Warte. Gut, wer weiß. Einmal. So, Viren beseitigen und PC-Betriebssystem leiten langsam. Ah ne, oder absolut. Gucken wir mal kurz hier in unsere Einblicke. Gut, habe ich jetzt nur Viren beseitigen gelesen. Aus diesem ganzen Kuddelmuddel da. Ist aber jetzt auch kein wertvolles System, muss man dazu sagen. Immer wieder die schnellsten Festplatten hier. Aber kaufen wir uns erst das Schrauberwerkzeug, bevor wir uns den zweiten Tisch kaufen. Jo, ist eigentlich noch ganz angenehm. So, dann kommst du mal. Oh ja, dreckig. So ganz dezent. So, schrauben wir den ganzen Spaß mal auf hier. Oh ja, da definitiv Viren drauf. Machen wir schon das Gelümpel hier, Rene. Bevor wir uns dann um den Rest kümmern. So. Nö, angeblich nicht. Okay. Interessant. Dann können wir das Ganze auch wieder ausmachen. Da draus nehmen. Inkompatibel, warum? Ach ja, Fields Batman, okay, dann muss ich den auf den nächsten Tag nochmal schieben. Ich dachte, da gäbe es nur einen, da habe ich nicht richtig hingeschaut. Ah, das ist blöd, aber gut, kann man nichts machen. Dann kommt der erstmal noch hier mit drin. Ich hoffe, den müssen wir heute nicht abgeben. Oh, dieses langsame Gedönse hier. So. Dann nehmen wir den hier erstmal raus. Dann können wir die ganzen Kabel hier entfernen. Das weiße Gelump.
So, und tun wir jetzt hier nochmal kaputt. Ja, was für eine jammerschadliche Sache. So, geht das hier rein und dann der Prozessorkühler da drauf. Und dann würde ich sagen, verbinden wir alles wieder neu. Aber halt diesmal mit schwarzen Kabeln. Wenn sich das der Kunde auch so wünscht, dann kriegt er das natürlich. Ne, ist ja ganz klar. So. Haben wir ja nochmal sicherheitshalber einen Virenscanner drüber. So. Ja, bitte. Bim, 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 bim. Come on. Dankeschön. Scan starten, aber sieht sauber aus. Wunderschön. Gut, dann hätte man das schon mal fertig hier. Ne, zum PC. Fehlendes Kabel, okay. Ach ja, hm. Das stimmt, das war nämlich das hier. Jetzt müssen wir die ganze Kacke eh nochmal neu hochfahren. Weil sonst akzeptiert er das nämlich wieder nicht. So, nur aber. Kein Text dazu, ziemlich schade. Wunderbar. Das müssen wir leider warten. So, noch Neuteile verbaut, längere Garantiefristen. So, Suche nach Upgrade. 3D-Leistungsmarkwert bei 3277. Ja, das hasse ich ja. Komponenten von Shen sollen ja ganz großartig sein. Aha. 3277. Was hat er jetzt? 2,1. Aber ja, das hat er schon, braucht man schon 3 Erfahrungspunkte. Hm. 3G, was könnten wir da aufrüsten? Ein geiler Prozessor würde ich mal fast behaupten, aber ansonsten. So. Erstmal haben wir wieder neue Teile zur Verfügung. Oh, eine 89 Ti, sehr gut. Ah, ja, brauchen ab. Achso, das müssen wir jetzt hier nochmal fix machen. Da habe ich mich verkauft. Ah ja, hier. Gut, das kommt also morgen. Reparaturanfrage. Benötige eine Sturz laufend ab. Und wenn ich einschalte, das Gehäuse berühre, spüre ich ein Kribbeln. Als ob es Strom fließt. Mein Nachruhe, ein paar wirklich selbst haben wir also Viren-Dings und das. Okay. PSU ersetzen, genau. Dann ist das ein cooler Master Bronze 500. Das krieg ich mal hin. Ja, passt. Dann Teile zum Aufrüsten, Grafikkarte aufrüsten, auf 16 GB aufrüsten und eine Staubreinigung machen. Und weiße Kunststoffkabel, gucke an. Grafikkarte aufrüsten. Ein 1080 Gamer. 89 Gamer. Tja, 89 Gamer ist so eine Sache. Wo ist sie denn? Ah ja, hier. Ja, dann könnte man 89 Gamer XL nehmen. Was sich jetzt aber auch nicht so viel nimmt. Dann geht es aber erst in die TI-Varianten weiter. Gut, wir haben $565 Budget.
Da könnte man die TI nehmen, die etwas besser ist und auf 16 GB aufrüsten. Xeon Titan XL 8 GB. Ja, machen zwar nicht viel Plus, aber machen wir. Also so. Und Staubreinigung kommt noch oben drauf. Und der will ein 3D-Leistungs-Smartphone 3863. Okay. Das Problem haben wir relativ schnell im Griff. Da haben wir 1500X rein und dann läuft das, würde ich sagen. Mehr ist das nämlich gar nicht. Da haben wir nämlich auch genau das Budget, was wir ausgeben können. Tada. Wenn es immer so angenehm wäre, können wir das auch mal öfters machen. So, morgen bitte. Und dann beenden wir den Tag. Meine Freunde, wir sind aber erstmal wieder fertig hier für den Part. Deswegen danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn ihr mögt. Däumchen da lassen nicht vergessen. Und bis dann, haut rein. Tschüdelü.